Ciao Leute, hallo Leute, von Andrea Unger aus Italien. Indikatoren. Manchmal fragt jemand, welche Indikatoren nutzt du in deinem System? Oder eine andere Frage ist, würdest du nur einen Indikator empfehlen oder nutzen? Welche würdest du dann nutzen? Nun gut, ich nutze keine Indikatoren. Ja, mein Trading ist generell ohne Indikatoren oder besser zu sagen, ich nutze die Indikatoren nicht als Setup oder Trigger. Das bedeutet, die Info, wo und wann einzusteigen, kommt in meinem Trading nicht von einem Mix von Indikatoren. Keine MACD mit ADX, mit RSI. Nein, das mache ich nicht. Warum nicht? Weil ich von meinen Tests niemals etwas echt Gutes gefunden habe mit diesem Ansatz. Die Indikatoren zeigen nur, die Indikatoren, die zeigen, was los ist, aber die geben nicht eine direkte Info, um was zu tun. Das ist meistens, warum ich diese nicht mag und nicht nutze. Ich würde auch sagen, falls Sie unbedingt Indikatoren anwenden wollen, dann würde ich empfehlen, dass Sie in jedem Fall größere Timeframes in Ihre Charts nutzen. Das heißt Minimum 30 Minuten Charts. Unter 30 Minuten ist die Noise im Markt zu hoch, damit man eine gute Info vom Indikator kriegt. Nehmen Sie an, Sie haben eine Minute Chart. Okay? Das sind die Spannen von einer Minute Bars. Die Close, aus dem Sie dann den Indikator kalkulieren, die kann irgendwo liegen und das ist random, sie kann zufällig ein Tick oder zwei Ticks höher oder niedriger liegen. Das spielt nicht eine wichtige Rolle, aber in einer Spanne, die so klein ist, kann das wichtig werden. Wenn Sie auf 60 Minuten Bars handeln, dann, wenn das die Spanne ist, das spielt nicht mehr eine wichtige Rolle, ob wir ein Tick höher oder ein Tick niedriger sind. Also das ist dann wirklich zufällig und macht keine großen Unterschiede, aber auf eine Minute schon. Das bedeutet, dass wenn wir dann eine Info bauen mit dem Close von einer Minute Bars, aber auch mit High oder Low oder Open, irgendwas, die Info ist schmutzig, weil wir schmutzige Basis haben. Die Position von Close oder von Hoch oder Tief, die ist nicht so genau. Die kann in jedem Fall größere Unterschiede bringen, wenn sie eine kleinere Bewegung zeigt auf so kleine Spannen. Deswegen ist es wichtiger und besser, auf größere Timeframes die Indikatoren zu nutzen. Wie gesagt, ich empfehle ab 30 Minuten Charts. Ich nutze das aber nicht. Ich baue meine Setups auf einfache Ansätze, Hoch und Tief von gestern, Breakout oder Countertrend, aber nicht von den Indikatoren. Eventuell nutze ich Indikatoren als Filter. Das heißt, ich kann entscheiden, wenn ich mein Setup gebaut habe, dass ich kein Breakout handle, falls ein Indikator, den ich mag, ADX, höhere Werte als zum Beispiel 40 zeigt. Entschuldigung. Was bedeutet das? ADX normalerweise gibt uns eine Info, wie hoch die Geschwindigkeit und die Acceleration im Markt war. Und wenn der Markt schon zu hektisch war, wird es schwieriger, dass man noch eine gute Bewegung sieht nach einem Breakout. Das ist Erfahrung, das können Sie auch testen. So, wenn ich ein Breakout habe und mein ADX unter 40 liegt, dann hatte ich irgendwie Ruhe vor meinem Breakout und ich erwarte, dass mein Breakout eine schönere und saubere Bewegung zeigen wird und deswegen steige ich ein. Falls ADX höher als 40 war, dann vermeide ich die Entry, weil ich befürchtet, dass die Bewegung nicht so deutlich in meiner Richtung sich entwickeln wird. Andere Indikatoren, die ich manchmal nutze als Filter, wie gesagt, sind die Moving Averages. Dort kann ich einfach sagen, wenn wir über den durchschnittlichen Preis von
20, 40, 50, 200 Perioden sind, dann gehe ich nur long, sonst nur short. Das ist ein klassischer Filter, Trendfilter. Einige nutzen RSI auch wie ADX. Einige magen RSI besser als ADX. Ich persönlich habe ein besseres Gefühl mit ADX, aber das kann jeder entscheiden nach dem Test oder nach das persönliches Gefühl. Und das ist es. Nichts anderes. Also, ich würde sagen, keine Indikatoren als Setup. Falls Sie Indikatoren nutzen wollen, nur auf größere Timeframes, weil auf kleinere Timeframes ist die Info schmutzig und nicht so eindeutig und so wichtig. Und in jedem Fall am besten nur als Filter. Nur als Filter, also die Hauptsetup kann man ein bisschen sauberer machen, wenn man als Filter einen Indikator nutzt, wie zum Beispiel ich Ihnen gesagt habe mit dem ADX. Mehr mache ich persönlich nicht mit Indikatoren. Das ist mein Ansatz. Ich hoffe, das hat geholfen. Ich hoffe, Sie werden auch meinen Kanal abonnieren, wenn Sie das noch schon nicht gemacht haben, weil mehrere Inhalte werden zukünftig noch kommen und wir werden uns bald wieder hier treffen. Ciao von Andrea Unger aus Italien. Ciao.